Komm ich jetzt auf die Blumen? Mädel, ich hab fast ja gleich einen Pfeil im Kopf. Sieht ja mega cool aus, werde ich mir aber jetzt nicht anschauen. Achso, hier bei diesem komischen Lager waren wir auch noch nicht gewesen letztes Mal. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Wow! Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten, Ausrüstung für Reisende an zu tollen Preisen. Und sollte es selbst verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Wildscheine und dergleichen mache ich sogar einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen also wirklich sein? Ja, guck mal, was du im Angebot hast. Hm. Bitte was? Ich fühle mich von dem abgezockt. Jetzt schon. Feuerholz haben. Ja, ja. Yay! Yay! Ich kaufe beinahe alles. Ja, so siehst du auch aus. Der Witz ist, ich würde gerne ein paar Pfeile mitnehmen, das ist das Problem. Wow! Nee, ich kann mir ja nicht mal 10 leisten, weil die kosten ja pro 6. Ich kann mir nur 5 weitere kaufen.
Ja, auch ein Reisender, so friedlich wie hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung was am Ende der Welt bedeutet hätte. Eins reiben sich hier immer Münster herum und im Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genügend Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten und Monstermaterialien mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du noch nicht einmal Medizin hast. Da muss ich mich ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich will das weiter Medizin. Ah, die Sportmedizin. Sie fehlt nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien, deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. Meinst du, der Junge, der hat Interesse an Pferden? Sieh dir deine Augen an, er kann gar nicht abwarten, in den Sattel zu kommen. Irgendwann einen Pferde so sehr liebt, dass ihm alles andere egal ist. Naja, und was jetzt? Ja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genauer gesagt, wir kommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Wir haben es direkt von deinen Augen gesehen. Du hast jetzt Pferde im Kopf, was? Genau, deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind dir völlig Schnuppe. Und das heißt, bei uns bist du genau richtig. Und kannst du alles über Pferde fragen. Wir stehen dir im Rat und Rat zur Seite. Ich weiß, es ergibt keinen Sinn, aber mein Vater wird dir den Spruch sagen. Wenn Pferde nicht richtig gezähmt sind, laufen sie gerne mal dorthin, wo sie wollen. Oder schütteln sich. Wenn das passiert, solltest du sie tätschen beruhigen. Man darf sie nicht einfach die ganze Zeit nur tätschen, sagt Papa. Tätsche sie, wenn sie brav waren und auf sich gehört haben. Wenn du aufsteigst, wenn du absitzt, ist eine Art, dem Pferd Danke zu sagen. Okay? Die Pferde sind sehr scheu. Niemand in der Nähe wittern, laufen sie sofort weg. Du musst dich ganz langsam von hinten anschleichen und dann, hops, aufspringen. Diesen Tipp solltet ihr niemals befolgen. Nähert euch niemals einem Pferd von hinten. Das Problem ist, wenn das Pferd sich erschreckt und dann aufschaut, es kann nach hinten austreten. Das kann sehr böse enden. Also nähert euch niemals unüberlegt einem Pferd. Und schon gar nicht von hinten. Pferde mit feinen Punkten im Fell nennt man Schecken. Die sind gemütlich, gutmütig und einfach zu zähmen. Reine Schimmel und Rappen und andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Dafür haben einfarbige Pferde mehr Ausdauer und laufen schneller. Habe ich mir sofort einen einfarbigen. Also im Grunde genommen haben wir jetzt eigentlich das erfahren, was wir vorher schon rausgefunden hatten. Im Stall hieß es, dass wir dienen können. Cool. Gut genommen. Meine Pferde zählen schön gut, aber... kann man. Wäre cool, wenn man so ein gezähmtes Pferd dann herbeirufen könnte.
Platsch, 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 platsch. Türschild. Ich hatte das Gefühl, das wäre tatsächlich nicht das Sinn, wenn man es hier ein Pferdchen mitnehmen. Damit dürften wir ein bisschen schneller da reinkommen, wo wir eigentlich hinwollen. Oh, ich will sie aus dem Leben nehmen, das war aber erstmal. Wir sind aber sehr viele von diesen Wächtern, beziehungsweise von Überreste von diesen Wächtern. Oh.
Was, Maronus? Oh, du. Du kannst mich sehen? Ich sehe dich, ja. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte, hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasse, die Monster haben sich versteckt. Sie sind hinter den Felsen dort. Oho, ohne... Wie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen? Oho. Daher bitte ich dich, hol mir meine Rasse von ihm zurück. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, yeah, da war ja was. Wahrscheinlich Medizin brauche ich jetzt nicht. Was? Hey! Bin ich mit Sprengstoff aus? Hier, ist eine große Menge Hochholz. Iris, dann, wenn du mal eine Bombe auflässt, um eine hübsche Explosion hervorzurufen. Pass aber auf, dass du nicht in meiner Nähe herumziehst, in Ordnung? Okay. Oho, das. Das ist meine Rasse! Bitte gib sie mir, bitte, bitte, bitte. Ich bin ja so glücklich. Oh. Aber meine Rasse, die Krogsamen im Inneren sind fort. Jetzt klingen sie nicht mehr so toll wie früher. Oh. Wenn ich nur einen Krogsamen hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Rasen vergrößern. Hat doch einen Krogsamen. Was ist denn mit der Oho?
Krogsagen, du. Du hast Krogsagen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir einen Krogsagen gibst, vergrößere ich dir deine Taschen, okay? Fein, fein. Also, welche Tasche soll ich denn vergrößern? Waffentasche, Bogentasche, Schildtasche? Ja, von mir, Waffentasche. Ah, fuck. Dam, dam, tada. Ich bin begeistert. Sieh nur, die Waffentasche ist jetzt größer. Sollten wir noch welche finden, würden wir das tun. Ganz ruhig, Kollege. Hallihallo. Das Dorf Kakariko. Ah, ein Reisender. Ich habe mir wohl den Fuß verstaucht. Oh. Das ist mir jetzt etwas peinlich, dass du mich so siehst. Sag mal, Reisender. Wo hast du das Ding an deiner Hüfte her? Also. Da gibt es so etwas, das nennt sich Mediamarkt, Saturn. Es gibt auch noch einige andere Händler, die sowas anbieten. Und dieses Ding an meiner Hüfte nennt sich Smartphone. Oder wie ihr es auch nennen wollt, Chica-Stein.
Das Smartphone bedeutet, dass du der Auserwählte bist. Es gibt leider nicht mehr viele, die das wissen. Die Shika haben länger auf dich gewartet. Du solltest unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Wo finde ich sie? Ja. Impas Anwesen befindet sich weiter hinten im Dorf, direkt am Wasserfall, dem Federfall. Oh. Dass ich den Auserwählten noch treffen durfte, nach all den Zeit. Zwei Früchte heißt, willkommen, besuchen Sie. Oh, ui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Dann trägst du auch noch einen Schickerstein am Gürtel. Moment mal. Ein Smartphone? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich sehe zwar nicht wie viel für den Zack, aber du bist irgendwer ganz Wichtiges, oder? Ach komm. Einen schon können wir ja mal. Von Krakow, ja. Wer Mode aktuell sein will, kommt nicht herum. Wir sind das der Ninja-Anzug. Dort ist der Renner der Saison. Für Clary Collection. Okay. Hylia-Rosen. Nicht schlecht, was? Das ist ein exklusives Gewand der Boutique Zwei Früchtchen. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. Der Ninja. Boah, 700 Rubine. 600 Rubine. Eieieiei. Hier, ja, Kapuze. Ja. Such auf die Nachreiter, wenn du noch fertig wurde. Schutzreisende von Wind, Wetter und Sonnenbrand. Ein Syria Gewand kostet 120 und die. Ja, was können wir denn so alles verkaufen? Wir könnten einige von denen verkaufen. Weil machen wir uns nichts vor. Ich bin aktuell noch nicht an dem Punkt, wo ich mir wirklich großartig Medizin herstelle. Ich denke, wenn wir so um die 20 behalten, oder? So, und von dem Bocklenauer haben wir, glaube ich, auch momentan mehr als genug. Die werden später noch wichtig, deswegen behalten wir die. Und wir wechseln bei Anhängsel eines Oktoroks. Der Tag ist zu bitter, um ihn zu essen. Wird also so weiter für Medizin hochgeschätzt. Ja. Genau das fehlt mir noch in meiner Sammlung, ist klar.
Frau ist ein bisschen merkwürdig. Zumindest die Heerkapuze würde ich gerne mitnehmen. Schon Hyjahosen, Idiot. Ja gut, dann werden wir ein paar jetzt wieder los. Voll das Minusgeschäft, was ich hier mache. Warte mal, was? Ich würde sagen, die Bewegungen. Dass ich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Tiefe finden soll. Ich quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch ganz zurückkräfte. Wir wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie ein Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab, wenn ich etwas herausfinde, was ich nicht wüsste. Wer bist du? Das ist Impas Anwesen. Das Smartphone! Bist du etwa? Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Imba hat uns informiert. Bitte tretet ein. Mann! Das Smartphone? Seid ihr etwa der, der mit Großmutter immer spricht? Lili, nein, scheiße, nicht Lili. Ich habe es nicht vergessen, ehrlich. Ich bin etwas nervös. Das heißt, ich heiße Papaya. Puh, endlich ist das draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Ich bin seit klein, war... Schon seit ich klein war, hatte meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, bitte geht hinein, meine Großmutter. Sie wartet schon lange auf euch. Nein, hört auf mich aufzuhalten. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Wer sind Sie? Was ist? Du siehst mich hier an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal an meinen Namen? Das heißt wohl, was tatsächlich dein Gedächtnis war. Mhm. Nun... Vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link. Tritt näher. Vor 100 Jahren,
Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch habe ich sie vergessen. Wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss ich dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich nicht jemandem dann würden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm doch einmal zu mir. Um dir diese Botschaft zu hinterlassen, wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Du magst ja nichts verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Also wenn ich daran denke, wie ich da gegen die Wächter versagt habe. Wenn du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Oh Gott, jetzt kommt wieder Storytelling. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es mir mehr, wenn man es auf die
prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Frau mit der 10.000 Jahre alten Legende. Und das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Wir sind viele nicht zu wiederholen, hinterließ Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Doch dein Chica-Stein ist nicht vollständig aktiv. Halt ihn hier überlassen für dich. Ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem? Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in die Hand Geno Hilfe bekommen. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrule's einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Ja, ich fürchte auch, da komme ich wohl nicht mehr ganz drum rum. In der Ortschaft. Da war! Pettchen! Okay, wenn du hier nicht schnell laufen willst, das ist die eine Sache. Aber in die Richtung, in die ich gehen will, seid ihr schon! Pettchen! Ach ja, sie hatten die Macht Ganons unterschätzt. Ist schon ironisch, dass das, was sich entwickelt hat, um Ganon zu bekämpfen, von ihm korrumpiert werden konnte und jetzt gegen euch kämpft. Ganz schön Kurzschwert. Okay. Yeah.
Dann wird mit einem Sprung nach hinten aus. Gewicht zu bringen. Setze deinen Weg fort. Okay, ist schön, dass wir jetzt erst das Tutorial für die Kampfmanöver bekommen. Das hätte eigentlich oben auf dem Plateau stattfinden müssen. Bist du weit interested? Aber...